Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Planet Zoo. Und heute wollen wir uns wieder einige neue Tiere für das Spiel anschauen und sogar ein neues Szenerie-Item. Und wir fangen hier direkt beim ersten Tier an. Das ist nämlich eine Schildkrötenart, die neu ins Spiel kommt. So sieht das Ganze aus. Das ist die Alligator Snapping Turtle oder auf Deutsch die Geierschildkröte. Ich blende mal jetzt eben ein Bild von dem Originaltier ein. Sehr markant ist natürlich hier vorne das Maul, mit dem sie ordentlich zuschnappen kann. Und die hat einen sehr eckigen, kantigen, ja, und so einen uralten Körper, sag ich mal. Sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Stein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich die Farbe und die Textur und sowas auf dem Panzer nicht ganz so schön finde. Wäre schöner, wenn das noch so ein bisschen natürlicher aussehen würde. Es glänzt so hier oben, der Panzer. Das gefällt mir nicht so gut. Aber ansonsten sieht der Panzer schon gar nicht so schlecht aus von der Form. Die Schnauze vorne gefällt mir auch nicht ganz so gut. Die ist beim Originaltier ein bisschen anders. Aber es kommt schon nah ran mit dieser Spitze hier vorne. Aber das Tier an sich finde ich nice. Also davon nochmal eine ordentliche Mod, die noch ein bisschen mehr an das Original rankommt. Das wäre schon cool. So, jetzt frisst sie. Können wir uns das auch mal eben angucken. Sieht ja auch so süß aus bei Schildkröten. Ja, lassen wir sie mal in Ruhe fressen. Ich freue mich natürlich immer über jede neue Mod. Allerdings ist es halt immer schade, wenn die nicht ganz so gut umgesetzt sind. Und für mich persönlich ist diese Mod leider nicht ganz so gut gelungen. Als nächstes haben wir ein Tier, was ich sogar kenne, nämlich, hier sitzen sie alle. Das ist der Nasenaffe. Woher der Name kommt, das brauche ich glaube ich nicht erklären. Es kommt von dieser Nase, die aussieht wie, ich sag's jetzt nicht. Ich blende mal ein Originalbild von dem Tier für euch ein zum Vergleich. Und ich finde, das ist schon sehr gut gelungen. Das kommt sehr nah an das Original hier ran. Weil der rennt er natürlich jetzt hier weg. Jetzt kann man es nicht gut vergleichen. Der kommt übrigens für den Japan Makak ins Spiel. Und der sieht echt nice aus. Also die gefällt mir sehr gut, die Mod. Das ist auch nur die männliche Variante von dem Japan Makak. Das heißt, ihr könntet sogar den Japan-Makak weiterverwenden, in der weiblichen Form und als Baby. Oh Gott, das Klettern bei Planet Zoo ist ja auch echt schlimm. Jo, alles klar. Glitch noch mehr rum. Ich hab mal pausiert, dann können wir uns den nochmal ein bisschen genauer angucken. Ihr seht ihn nochmal in sitzend. Gesicht habt ihr ja gerade schon ganz gut gesehen. Also die Körperform sieht auch super aus. Das Einzige, was ein bisschen komisch aussieht, ist der Schweif. Der ist so ein bisschen verkrüppelt. Aber ansonsten sieht die Mod wirklich gut aus. Das ist der Nasenaffe. Eine sehr gelungene Mod, wie ich finde. Und jetzt kommen wir direkt zur nächsten Mod. Das nächste Tier, was wir uns anschauen werden, das ist der Hirscheber. Der befindet sich hier in dem Gehege. Da haben wir ihn. Oh, jetzt sehen wir ihn gerade sehr, sehr gut. Also sehr auffällig natürlich die Hörner hier vorne. Aber die hat er auch in echt. Ich kann euch eigentlich jetzt direkt mal ein Foto als Vergleich einblenden, dann seht ihr das. Das kommt schon sehr nah ans Original ran. Sehr gut geworden. Ja, gefällt mir. Die Auflösung könnte natürlich ein bisschen höher sein. Seht ihr, das ist relativ pixelig hier. Fällt auch vorne im Gesicht ein bisschen auf. Aber ansonsten gefällt er mir, wenn man so vom Weiten guckt. Sieht das schon klar. Sieht nicht schlecht aus. Der kommt übrigens für das Warzenschwein ins Spiel. Passt ja auch. Aber der Schweif bewegt sich auch voll gut. Okay, die Bewegungen sehen alle sehr nice aus. Und das Einzige, was mich an der Mod stört, ist echt die Auflösung. Aber das sieht man halt von beiden eh nicht. Deswegen ist es nur halb so wild. Und hier schlafen sie auch gerade. Okay. Der Kopf ist natürlich jetzt hier so ein bisschen im Boden. Aber das finde ich gar nicht schlimm.
Das ist schon okay. Die Augen sind auch offen beim Schlafen. Aber hier haben wir ja zwei. Das eine suhlt sich. Und das andere steht hier und grunzt. Habe ich auch noch nie in echt gesehen, den Hirsch Eber. Aber schön, dass man immer was dazulernt, wenn man diese Mods hier vorstellt. Und das nächste Tier hoppelt hier schon auf dem Boden herum. Das ist nämlich die Bandrobbe. Die ist eigentlich von der Körperform identisch, nur die Farbe hat sich geändert. Die hat nämlich diesen schönen weißen Streifen da und ein schwarzes Fell. Ich denke mal, auf das Model und den Körper brauchen wir jetzt nicht eingehen, da wird sich gar nichts geändert haben. Gehe ich von aus. Was ist das denn? Hier stimmt irgendwas nicht mit dem Skin. Das ist mir vorher auch noch gar nicht aufgefallen, als ich die vorhin freigelassen habe. Hier scheint noch irgendwas verbuggt zu sein. Dieses grün-lila, was da drin zu sehen ist. Das soll, glaube ich, so nicht sein. Schauen wir uns mal lieber das weiße Exemplar an. Ist halt, wie gesagt, eigentlich nur eine Skin-Änderung. Von der Farbe her. Ich blende mal ein Originalbild ein. Sieht nämlich genauso aus, von den Streifen her. Diese kommen für die weibliche Kegelrobbe ins Spiel. Das heißt, ihr könntet die Männchen und Babys dann noch als normale Kegelrobbe im Zoo behalten und dann hier die Bandrobbe benutzen bei den Weibchen. Wir schauen uns das jetzt hier aber auch nochmal an, wenn die ins Wasser gehen. Ganz fröhlich und glücklich. Und jetzt schauen wir mal, wie sie hoffentlich gleich abtauchen. Ah ne, das ist der Grüne, den will ich nicht. Also da scheint noch irgendwas verbuggt zu sein bei irgendeiner Farbvariation. Ich hoffe, der taucht jetzt hier auch gleich mal ab. Ah, da hinten taucht einer. Dann nehmen wir den doch. Dann brauchen wir nämlich nicht warten. Ach, guck mal. Ist das nicht schön? Sieht doch ganz süß aus. Da wusste ich tatsächlich auch nicht, dass es so eine Robbe gibt. In schwarz mit so einem weißen Streifen. Habe ich noch nie vorher gesehen. Also wieder was dazu gelernt. Und ich muss auch sagen, sehr gut gelungen. Ist aber auch, wie gesagt, nur eine Skin-Änderung eigentlich. Und zu guter Letzt kommen wir zu einem, in Anführungszeichen, weiteren Tier. Das hängt hier vorne an der Stange. Nämlich ist das das Zwei-Finger-Faultier. Woher der Name kommt, das brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Er hat halt an jedem Fuß, beziehungsweise an den beiden Vorderfüßen, an den Hinterfüßen, da hat er drei Krallen. Vorne hat er halt zwei Fingerchen, quasi. Also zwei Krallen. Und das ist ein Scenery-Item einfach, was man platzieren kann. Was dann natürlich starr ist und sich nicht bewegt. Aber bei so einem Faultier macht das ja sogar Sinn. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Weil Faultiere bewegen sich ja, glaube ich, sehr langsam und sehr, sehr wenig in echt. Die hängen ja eigentlich die ganze Zeit eher so ab im Baum und sowas. Deswegen finde ich das echt cool, dass man das so platzieren kann. Das Einzige, was ich hier wieder bemängeln muss, ist wieder die Auflösung. Die ist nicht so schön. Und natürlich, die Härchen sehen nicht so schön aus, aber das ist auch schwierig bei so einem Model. Ich finde das schon cool. Vom Weiten sieht das nice aus. Wenn man hier einfach so ein Faultiergehege. Da hinten hängt auch eins im Baum. Ist mal was ganz anderes. Ich finde es cool. Ich frage mich, ob man den irgendwie für den... Oder ob man das Faultier irgendwie für den Koala reinbringen hätte können. Aber es hätte wahrscheinlich von den Bewegungen und von der Größe und so nicht gepasst. Aber der Koala ist ja so ein bisschen in diese Richtung vom Tier her. Achso, wir können ja auch nochmal eben ein Vergleichsbild einblenden für euch, dass ihr das mal verglichen zum Original seht. Ja, kommt schon ganz nah ran. Bis auf das Fell halt und ja, die Auflösung ist halt nicht so gut. Aber ansonsten gefällt mir das schon. Das kann man auf jeden Fall benutzen. Der kommt übrigens, oder das Faultier kommt übrigens für eine Elefantenstatue rein, nämlich hier für diese. Kleiner Zierelefant. Und dann könnt ihr das Ganze platzieren, wie ihr wollt. Am besten natürlich hängend. Stehend macht nicht viel Sinn, das würde seltsam aussehen. Geht natürlich auch, ne? So, ganz, ganz weird. Ne, aber wir wollen uns das nochmal kurz angucken. Ich platziere das mal kurz. So, schön in die Sonne. Und dann seht ihr das Ganze. Ich finde das cool. Einige Tiere sind ja sowieso so, dass sie sich nicht viel bewegen. Und dann finde ich das gar keine schlechte Lösung, wenn man die einfach als Szenerie-Item einfügt. Aber Leute, das waren die 5 Mods, waren es, glaube ich, die ich heute mir mit euch gemeinsam angucken wollte. War doch wieder eine ganz nette Auswahl, denke ich.
Und ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.